willkommen im Kulturschloss, Elli Harad. Heute haben wir hier eine Neuigkeit. Weil wir im Lockdown nach wie vor uns befinden, machen wir eine kleine Ausstellungsführung live mit der Künstlerin, die seit einigen Tagen bei uns die Bilder hängen hat. Willkommen im Kulturschloss, Sally Harad. Dankeschön. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, hier zu sein, mitten in der Lockdown. Und ich finde, das ist sehr toll, dass wir auch die Bilder ausstellen können hier. Ursprünglich hatte ich vor, 12 Bilder auszustellen und irgendwie ist es einfach sehr voll geworden. Ich hoffe, dass das auch okay ist. Auf jeden Fall. Jetzt kannst du mal uns vielleicht begleiten, ein bisschen durch die Bilder, wie sehr gerne das Publikum sich anschauen könnte, wenn dieser Lockdown bald vorbei ist. Ja, ja, ja. Also ich skizziere die ganze Zeit. Ich zeige einige Arbeit von mir, die auch die Bilder begleiten. Dieses Bild heißt Loosening. Es war am 8.2.21. Und das ist mit Farb, also Tinte, also rötliche Töne auf Papier. Und wir hatten gedacht, dass es würde der Lockdown auflockern. Darum heißt es Loosening. Aber das ist nicht passiert. Die heißt Financial Equality. Es geht um finanzielle gleiche Möglichkeiten für alle Leute finanziell. Und ich finde, das ist sehr wichtig, weil wie können Leute ihre Arbeit machen, ihr kreatives Leben ausleben, wenn sie müssen dauernd also gucken, dass ihr Geld auch da ist, sodass sie können weiterarbeiten und weitere Möglichkeiten finden. Und das war am 9.2.21. Also wie man merkt, ich zeichne jeden Tag. Das war The In Story. Es geht um die Nachrichten, The News Story. Es geht um im USA zurzeit, man hört unterschiedliche Nachrichten, über wie die Leute miteinander reden, über die Neuigkeiten, wie sie versuchen, das einzufädeln auf ihre eigene Art und Weise. Das war so am 10. Und ich habe zu Hause einfach Stapel voller von also Zeichenblöcke, weil ich zeichne jeden Tag. Was anderes kann ich nicht sagen. Ich male jeden Tag. Und das heißt Conversations with E. Es ist so eine Person, die ich öfters online rede und dann sehen wir einander. Und das war so die Gefühl von unseren Gesprächen, die auch öfter sehr, sehr so interessant laufen über Kreativität, Geistigkeit, andere Lebenswesen auf andere Planeten. Ich begleite auch eine Gruppe von Leute mit Film. Und wir gucken Filme an, wir sprechen darüber und darum, das bedeutet, dass ich muss mich auch vorbereiten. Und da hatten wir letzte Woche diesen Film 40-Year-Version und die 40-Jahre-Version. Es geht um eine 40-jährige Künstlerin und die Probleme, sie hat einfach ihre Arbeit darzustellen und auch also gleich also auf Ebene ein gleiche Ebene gesehen zu sein. Und ich habe gesagt, thank you, Rada. Danke, Rada. Sie heißt Rada Blank. Und das habe ich am 13.02. gemacht, weil ich habe das Film wieder gesehen und immer mehr und mehr davon. Und das ist auch für mich wie eine laufende Skizze, weil es in Skizzen und Bilder, man kann einfach gucken und mehr erfahren. Und das ist am 14. Valentinstag, also in Deutschland ist das nicht so wichtig, für mich auch nicht, aber für einige Leute, und es war so, ich habe Musik von Miles Davis gehört und ich war auf YouTube und dann bin ich auf seine Ehefrau, seine erste Ehefrau gekommen und das ist einfach durch seine Musik, diesem, also Interviews mit ihr und meine Nachdenken über ihr Leben. Und ich habe die als eine offene Person gefunden, da habe ich geschrieben, open mind,
open heart, also offenes Gemüt, offenes Herzchen. Und das ist auch so wieder mit diesen ganzen Federn, wo ich male sehr viel zur Zeit oder zeichne sehr viel mit Federn und mehrere Material. Sally, ich könnte vielleicht kurz eine Frage stellen. Ich sehe schon, du benutzt sehr lebendige Farbe. Wie wichtig ist für dich, diese lebendige Farbe immer wieder zu benutzen? Obwohl die Thematik nicht immer so leicht ist, da verbindest du das immer mit so bunten Farben. Weil ich finde, schwierige Sachen haben auch mit Buntheit zu tun. Und ich finde, dass man braucht nur eine bestimmte Tragödie so zu zeigen in Farben, weil die Farbspektrum so groß ist oder sind. Und man merkte auch, dass, obwohl diese hat zu tun mit der Authentizität von 80 Millionen, das war so ein kleines Problem in den USA, dass der 45er Präsident hat sich nicht gedacht, dass er musste, obwohl der hat das nicht gewonnen, seinen Platz verlassen. Und ich habe so die Buntheit und Hoffnung in die Leute da erlebt, weil ich habe das online also nachgefolgt. Ich kann natürlich das nicht da sehen, weil ich hier in Hamburg bin. Aber ich hatte auch die Gespräche mitgehört. Und ich finde, als Künstlerin, man ist ein Observer, ein Beobachterin. Und man zeigt die Erzählungen, diese visuellen Erzählungen und die Haptikmöglichkeiten. Wir haben einfach diese 3D-Möglichkeiten, wie die Leute miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen. Und ich finde, das hat auch sehr viel mit verschiedenen Tönen, die nicht nur farbmäßig da, aber auch also die Töne, wie man spricht oder wie man mit Menschen umgeht. Und das hat auch Gouache dran, das hat auch also Stifte, also es hat auch also Feder, also das sind sehr viele Medien, das ist auch Aquarell, also wie man merkt, ich habe sehr viel mit Nichttechniken zu tun. Man kann das auch von meinen Gemälden sehen. Ich habe in der letzten Zeit bewusst nicht mit Acryl gearbeitet, obwohl ich habe Acryl im Atelier, weil ich habe ein kleines Problem mit unserer Umwelt. Und ich denke, wenn ich kritisch bin, und ich bin lebenslänglich immer kritisch, also critical thinking ist für mich sehr wichtig, so kritisches Denken. Und dann ist es für mich sehr wichtig, auch meine Taten auch mit meinen Wörtern zusammenzubringen. Und ich finde, man musste so einen anderen Weg finden, und ich benutze Tinten, die eher natürlich sind zurzeit. Also das ist eine andere Umwandlung. Das wahrscheinlich diese Corona-Lockdown hat auch bei mir also mehr aufgebracht, dass ich nicht nur sage, ja, das ist sehr toll, und ich versuche wirklich, das nachzuleben. Sally, vielleicht kannst du kurz deinen Hintergrund erzählen. Woher kommst du? Kommst du aus Deutschland? Bist du in den USA geboren oder wo? Wie? Eine kleine Zusammenfassung. Meine Familie war ursprünglich aus Indien. Ich bin in Chicago geboren. Und darum war ich bei diese Sachen von dieser Frau, diese 40-Year-Version, also 40-jährige Version. Ich habe so gedacht an, wie Frauen in der Kunstszene sich Möglichkeiten finden müssen, um treu zu sich selbst zu sein und aber auch treu ihre Arbeit zu machen. Ich habe bei The School of the Art Institute studiert. Das war mehr so die, wir dürfen auch abstrakt und experimentieren, aber wir hatten angefangen mit dieser traditionellen Anatomie, Farbkenntnis, und wir hatten wunderschöne Leute, die haben uns einfach technisch ausgerüstet, um unsere eigene Arbeit zu machen. Ich war auch auf der University of Illinois at Chicago Circle. Da waren Leute, Deutschen, aber damals hatte ich kein Deutsch gesprochen. Die waren aus der Bauhaus, und die haben dann uns eher ein anderer mehr so Left Brain, also links, also Gehirn so gezeigt, wie wir arbeiten können. Und da versuche ich auch in meiner Arbeit die Sinnlichkeit
die jeder Mensch in sich trägt, auch im Dialog zu bringen. Und wie lange wohnst du schon hier in Deutschland? Ich wohne in Deutschland von 81 bis 86. Und dann habe ich in San Francisco gelebt und habe als Kunstlehrerin gearbeitet, Kunst und Englisch. Und dann war ich danach wieder in Deutschland, in Berlin. Ich wohne seit 2010 in Hamburg. Ich war bei der BBK Hamburg Co-Kuratorin. In Berlin war ich auch in der Vorstand. Also ich habe gedacht, es ist sehr wichtig, dass andere Menschen die Möglichkeit haben, auch eine Ansprechpartnerin, die auch andere Kulturen und andere Farbkenntnisse, andere Lebenswesen, Lebensideen hatte. Dieses war aus der Zeit von so in 96 und 97. Ich hatte die Möglichkeit nach Prag und Moldawien und Zentralasien, so Kasachstan, Usbekistan, zu arbeiten als Künstlerin. Ich hatte eine Künstlerin, eine Kunststipendium bekommen aus Berlin. Und die Arbeit, die ich hatte da gemacht, ich finde, hat die Intensität und diese eine sehr gute Gründung, wie die Arbeit, die wir jetzt, dass ich jetzt mache, in diesem Lockdown. Also normalerweise zwischen Kurse gehe ich im Atelier und arbeite ich weiter. Aber jetzt habe ich fast mein Atelier, mein Schlafzimmer. Also ich bin fast wie eine München, wie ich da schlafe, weil die Bilder sind überall und ich arbeite und arbeite und es sammelt sich und sammelt sich. Und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, in solcher Richtung zu arbeiten. Aber ich wünsche mir, dass ein Lockdown wäre nicht die Grund, dass ich so gefestigt arbeiten kann. Also ich wünsche mir, dass wir wieder ohne Masken, also ich habe so 20 Masken, die ich mit mir immer trage, weil wir müssen und wir müssen auch bewusst über Corona sein, weil Corona hat auch seine uns dazu gebracht, dass wir jetzt ohne Publikum sprechen, aber mit uns sprechen wir. Die zwei Bilder hier sind The Unrequited Love, also es hat zu tun mit dass, die Liebe, die man nicht wiederbekommt von anderen. Man musste sich selbst lieben. Und das war am 23. Januar. Ich saß dann und gedacht, ach, ich kann keinen Kaffee mit Leuten trinken. Ach, wie kann ich mich nicht mit diesem Welt verlieben, weil ich da sitze mit mir und zeichne und habe online Mentoring-Kurse. Und habe ich gedacht, ja, das ist aber sehr gut, weil da kommt auch ganz andere Arbeit dadurch. Und ich bin auch eine Co-Facilitatorin von einer Gruppe. Wir arbeiten mit der Artist Way, also von Julia Cameron. Und in diesem Kurs, wir sprechen immer von The Artist Date, also wie man auf eine, also man geht aus mit seiner Partner, Partnerin oder was. Und meine Artist Date zurzeit ist meine Malerei. Und das war eine von meinen Möglichkeiten, über meine Künstler ausgehen. Das war am 14.01. gezeichnet, so fast vor einem Monat. Und das hat auch sehr viel mit verschiedenen Materialien, also Medium zu tun. Von Aquarell, Gouache, Stifte, Conti, Kreide, also vieles Carandage, also Federn. Dieses Bild hat letztes Jahr in der Corona-Zeit hatte ich einfach Leute, die ich hatte online unterrichtet, gezeichnet. Und es heißt Corona Moments und das war im 3. Mai letztes Jahr. Und da waren in dieser Zeit mehr, wie ich hatte so einfach die Leute, die ich habe gezeichnet und ich habe ihre Gesichter so gerade vor mir gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich war sehr interessiert, wie es die Leute gehen mit dieser Situation. Und dies hat zu tun mit kreieren, so create wonder, also man geht raus und man wandert
aber man geht nicht so, wo man einfach da sitzen kann und sich nachdenken. Und das war am Anfang, also am 01.01.2021, ich war so draußen, habe ich Stifte mit und es war etwas kalt, also nicht so kalt wie heute. Und ich hatte gedacht, das war auch meine Artist Date, meine Möglichkeit rauszugehen mit meinen Materien und meinen Medien und zu arbeiten. Da gibt es eine Institution, es heißt Timbuktu, der existiert, hatte eine Markthalle, sorry, die Marktstraße hier in Hamburg. Und da waren so Leute, die waren da spazieren und gucken, dass es nicht mehr, dass es wird der letzte Tag sein, das war am 31.12. Und ich hatte so einige Leute einfach da gesehen und hat so gezeichnet. Dann bin ich zu Hause gekommen und aus diesen Zeichnungen war das gekommen. Das nächste Bild, Talking to Bonita, auch am 01.01. zu Ende gemacht war. Ich hatte mit einer Opernsängerin, die an dem Moment nicht auf der Bühne gehen kann, geredet. Und es war so sehr interessant, wie die Leute, wenn man die vor Zoom sieht oder am Facebook, wie ihr Gesicht anders lebendig ist, als wenn man die direkt hat. Also ich finde, es ist eine andere Art zu zeichnen, als sagen wir vorher. Das ist auch aus dieser Situation, das heißt von vorher, so in Mitte 90er Jahren, Incidents in Pounds und Rupees. Und es geht um das Verhältnis zwischen Funde und Rupien in Indien. Und dieses ist in Indien also gezeichnet, nicht in Europa oder Osteuropa. Da waren zwischen die zwei Lockdowns, da war ein Bus in Berlin, es heißt M29. Und da habe ich so in ein kleines Buch angefangen, die Leute zu zeichnen. Und dann habe ich die abstrahiert mit ihren Masken und ihren Erlebnissen in Kreuzberg, ein Gegend, wo ich hatte sehr lange gelebt und sehr gerne gelebt in Berlin. Es ist eine einmalige Erfahrung und das ist auch sehr viele Mischtechniken. Wie man sieht, die meisten Bilder haben viele Mischtechniken. Bevor wir hier reingehen, wir können vielleicht auf dem Flur erstmal The Kiss. Also ich hatte so einmal einen Zeichenkurs, ich habe online gefragt, ob sie Küsse zeichnen können. Und die haben gesagt, wie können wir küssen? Gibt es keine Küsse? Also, wir sitzen hier ohne, dass jemand uns nahe kommt oder mit uns was Nahes macht. Und ich habe gesagt, ja, ich habe denen erzählt, dass sie das machen können und die glauben es nicht. Und dann habe ich meine Themen, die ich habe denen gegeben, einfach selber was gemacht. Und das ist The Kiss. Und das war am 4.2.21 dieses Jahr, also nicht so weit von jetzt. Wenn wir hier reinkommen, wir haben Message, also es geht um Botschaft. Ich finde, dass jede Person, die oder der mit Kreativität auseinandersetzt, hat sehr viel zu tun mit Botschaft, mit Messages. Und ich finde, das kommt von Bewegung. Und es ist auch eine sehr bewegliche Situation, fast wie Musik, wie beweglich es ist. Und das ist diesem Stück dazu. Und wenn wir kommen hier, ich weiß nicht, ob wir müssen das Licht wieder anmachen, das ist ein bisschen dunkel, oder? Vielleicht kann man das Bild sehen hier? Okay. Machen wir noch Licht an. Gut. Und besser. Danke. Also man hat die Widerspiegelung, aber trotzdem, man kann auch die Arbeit hier erleben. Und dieses Bild hat auch ich finde, in diesen ganzen Corona-Zeiten, ich hatte leider auch selber was mit Corona zu tun, seitdem kommt so wie eine Wege durch, also ein gewebtes in meiner Situation, in meinem Leben. Und das war nicht vorher da, aber das hat sich auch reingeschlichen, weiß ich nicht warum, aber es hat mit mich
die Situation, über wie mein Leben hat sich geheilt und gewoben und die Höhe und die Tiefe, die man durch diese Situation erlebt. Dieses Bild rechts war mit Kuhdamm, also Kauscheiße, also Kuhscheiße, Papier. Ich habe die normale Papier benutzt, also handgemachtes Papier, und dann habe ich die Kuhscheiße, das ist ein älteres Bild, so man sehe ich gar nichts mehr. Da habe ich dann mit Gouache und anderen Mitteln gearbeitet und andere Farben und dann auch mit Stifte. Ich finde, es ist egal, wo man ist, man kann auch die Material benutzen. Das Bild nebenan hat mit Sinnlichkeit zu tun. Also im Grün und Rot. Es ist auch eigentlich die Boothaus in Kerala, wo, wenn man von oben sitzt, also in Mattancherry in Südindien, die verschiedenen Boote sind da und dann von man oben ist es jetzt auch diese Situation. Also vielleicht die meisten merken nicht, wie sinnlich das ist, aber man hat Sinnlichkeit überall. Ich sehe viele feminine Motive. Ja. Auch versteckt manchmal, aber es kommt immer wieder irgendwie raus. Liege ich richtig? Ja, das stimmt auch. Weil ich habe auch mich meistens zu zeichnen. Also. Aber ja, ich finde das sehr wichtig. Ich finde, es ist auch eine andere Sicht, wenn eine Frau, also die Sinnlichkeit und Feminines ist, das feminine Körper zeichnet oder teile, das ist ganz anders, als wenn jemand, der nicht mit einem weiblichen Körper geboren war. Das ist nicht gegen Leute, die so nicht geboren sind, es ist nur, um zu sagen, das ist etwas ganz, ganz anderes, wie man sich selbst beobachtet und begegnet. Und dieses Bild heißt Silence Awakening und das hat auch mit Ruhe zu tun, es hat auch mit wie wir wachen aus verschiedenen Situationen und ich habe so mit sehr vielen verschiedenen Mitteln dort gearbeitet, das mache ich sowieso und das war so die Stimmung. Es hat sehr viel mit Stimmung zu tun und auch mit wieder aufbeben, wieder also neu zu sich selbst kommen. So ein Wiedergeburt sozusagen. Ich habe digitale Arbeit, ich habe auch große digitale Arbeit, aber das habe ich mitgebracht und gemerkt, es wird leider zu groß. Und dann habe ich aber andere, kleinere Arbeit gedacht, dass ich kann die auch benutzen. Und das war so eine Zeit, ich hatte so eine Serie gemacht und das war in der Kulturwerkstatt in Berlin, in Neukölln. Das war ausgezeichnet, es war so gezeigt. Und es hat zu tun mit diesen ganzen verschiedenen Identitätsideen und Vertrauen und Misstrauen, die in die Kulturbehörde, manchmal, wenn sie nicht die fremden Menschen kennen. Und ich habe gedacht, dann würde ich die Leute einfach mehr dazu bringen. Und das ist eine Mischung aus einem digitalen Collage und einer Lithografie von mir, Siebdruck, also in Photoshop. Man kann so viele verschiedene Mittel zusammenbringen. So, da sind Formen da, dass man hat anders erlebt und dann zusammengebracht oder verschmelzt. Das war meine Galeristin in Jaipur in Indien, in Nordindien. Und sie war sehr begeistert von meiner Arbeit und sie hat mir so erlaubt, also ich bin keine Fotografin, aber ich habe fotografiert und dann habe ich das gemischt mit meiner digitalen Arbeit und da hat es gelungen für mich, das ganz anderen, die Medien zusammenzubringen. Und das gibt es auf 50 mal 70 wie hier auf 51 mal 38 cm. Und dieser ist ohne Titel und es ist nochmal, wo ich habe die verschiedenen Medien, das war ein Siebdruck, ich hatte gemacht und dann das zusammen mit diesem Motiv in Photoshop und dann das ausgedruckt aus Plot.
Und da habe ich dann auch mit ihr, mit Kumkum heißt sie, gearbeitet, dass ich habe sie gezeichnet. Über die Zeichnung habe ich auch ein Foto gemacht und dann eins von einer Cousine und dann auch von diese ganzen Helden, also die Fantasien, die Frauen öfters haben von Ritter oder Retterinnen, egal. Es ist. Und es war für mich eine sehr wichtige Zusammenbringung von verschiedenen Teilen von mir in diese digitale Möglichkeit. Wie auch man hat hier mit Kumkum Band, also das ist wieder was mit Kumkum und da habe ich dann einfach was gezeichnet und dann zusammen auf verschiedene, auch die Tastaturen von meiner also Computer benutzt. Also ich benutze sehr viele verschiedene Sachen, ich experimentiere viel. Auf die Seite sind zwei weibliche Porträts. Einer heißt Männer, also Monsoon Männer. Sehr viel mit meiner Arbeit, besonders die frühere Arbeit, hat zu tun mit Leuten, dass ich habe auch in Indien gezeichnet, auch Verwandten, auch meine Tochter. Zurzeit habe ich mehr mit Leuten, die eher in Europa oder im Mittelost zu tun. Habe ich auch manchmal mit diesen anderen Menschen zu tun. Aber wir treffen uns nur online. Das ist eine andere Begegnung. Dort hat man andere Gerüche, man hat andere Bewegungen. Also das ist eine andere Art zu leben. Und jetzt leben wir digital zusammen. Und das heißt rechts ein Experiment called Democracy. Also Obama hat gesprochen von diesem Experiment, das heißt Demokratie. Und ich habe gedacht, das war eine sehr passende Idee, weil ich habe schon einige von den protestierenden Menschen so gesehen, wie sie ihre Hoffnung teils verloren haben. Und das hatte ich auch verstanden. Also ich finde, Mitgefühl ist sehr wichtig, wenn man mit seinen Mitmenschen begegnet. Und hier ist ein Bild, es geht um Berlin und die vielfältige Möglichkeiten Berlin hat. Es ist eine Frau, die schnell läuft, fast tanzen zu ihren Möglichkeiten. Ihre Augen sind fast wie ihre Flügel. Dieses Bild heißt Lick the Spoon und es hat einfach, da war ein wunderschöner Löffel. Und ich fand das sehr schön, wie die Leute dort in Kasachstan hat mit ihren Löffeln gearbeitet in das Essen. Und das war für mich eine sehr schöne Erlebnis, da zu sein, und das ist so, wie dieses Bild ist entstanden. Wir haben schon The Kiss gesehen und ich habe erzählt, was ich hatte mit meinem Kurs online gemacht, dass ich hatte das als Thema und dann die nochmal habe ich selbst was dazu gebracht zu diesem Thema. Das passiert öfters mit mir, wenn ich Leute Sachen gebe zu tun. Ich glaube, wir müssen hier, vielleicht fangen wir an hier mit diesem Bild. Das hat mit Maskierungen zu tun, bevor wir Masken hatten. Das hast du was vorgesehen. Ja, habe ich vorgesehen, dass wir mit Masken leben müssen. Also ich mache das hier so, dass hier, weil das Schwierig ist, spiegelt zu viel. Da gibt es eine Serie, ich habe mit diesem dunkelgrünen Tinte gearbeitet und mit Federn. Ich arbeite auch sehr viel mit Federn und Tusche. Und das ist eine von diesen Arbeiten. Wenn wir zu diesem Holi-Bild kommen, Holi ist eine hinduistische Fete in Indien.
Und öfters man nimmt die Farben und schmeißt es. Und man kommt zu einer Freude und einer Energie. Und man sieht Leute, wo sie bewegen, wo die haben einen Bauch. Also in Europa ist die eher gerundete Form etwas mit Vorsicht zu genießen, oder sagen wir in Deutschland. Aber ich finde diese Formen sehr schön zu erleben. Hoffentlich würden die Leute auch ihre Form mehr lieben nach diesem Lockdown, aber ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir auf eine große Änderung sind. Dieses Bild hat zu tun, dass ich war sehr beschäftigt mit der Idee, dass Trump sollte wirklich das nachlassen und gehen. Und da war so eine Frau, die ich habe in viele so Interviews gesehen, und irgendwie ist sie auch in mein Bild gelandet. Und das hat alles hier mit diesem ganzen Lockdown zu tun. Und das war eine Familie, die ich hatte zwischen Lockdowns erlebt. Und es heißt, ich mag das, the parents of Mill, also der Sohn ist Milan, und die zwei sind aus unterschiedlichen Kulturen. Der Mann ist Maler, die Frau ist Malerin, und ich hatte bei dieser Familie etwas gegessen und auch ihre Gespräche interessant gefunden. Und ich fand, das war klein, aber sehr, sehr wichtig. Es kann sein, nach der Lockdown, es würde zu einem großes Bild, aber wann kommen wir zu dem nächsten Lockdown, kann ich nicht sagen. So wie diese Trauma Bonds, also Trauma, also verbindet, das hat auch mit wieder, dass wir diesen Lockdown, wir können nicht raus, was machen wir miteinander. So. Öfters, es geht um Emotionen und Gefühle, und die gehen von Hoffnung bis Hoffnungslosigkeit, mit Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, also Wege zu finden, in dieser Situation unser jetziges Leben besser zu verstehen, ohne mit Schuldgefühl, aber auch uns selbst mehr zu lieben und mehr zu verstehen. Dieses Bild heißt Unmortified. Es geht um Sachen, die nicht so verändert sind. Da war so, ich bin in der BBK Hamburg, und da ist ein Mann, der auch dabei ist, der ist jetzt, leider ist er nicht mehr der erste Vorstandsmitglied. Aber da gibt es auch Männer in meine Bilder ab und zu. Ja. Das sieht ein bisschen wie eine Frau aus. Seine Freundin würde das interessant finden. Ich weiß es nicht, aber ich würde dir das erzählen. Sie hat gesagt, oh, das sieht aus wie XX. Also ich sage nicht seinen Namen. Dieses Bild heißt Have You Never, hast du nie was gemacht. Es geht um, dass ich habe so gedacht über, dass wir haben diese Situation mit, dass wir mehr zu Hause bleiben oder mehr in Räumlichkeiten bleiben, und einfach der Frage gestellt, Have You Never, hast du niemals, XXXXX. Und manchmal, wenn man als Künstlerin will Geld haben um ein Projekt, die Banken sagen nein, dass man nicht kreditwürdig ist, weil man nicht die feste Arbeit hat. Und wenn man sagt, man Freiberufler ist, dann denke ich, Und so war ein Wut auf eine Kreditabsage von mir entstanden. Und ja, es geht um Farben, auch für die nicht so nett zu mir sind. Ja, sieht da ein bisschen nach sauer aus. Ausdrucksstark. Ja. Ausdrucksstark. Dieses Bild heißt Have We Coronaed Enough? Und das war, ich hatte das satt von dieser ganzen Idee, dass alles war nur um Corona. Und da habe ich gedacht, haben wir das nicht satt?
ist ja nicht genug für uns mit diesem Thema, aber da habe ich gemerkt, es ist immer noch viel ernsthafter und dass ich auch ernsthafter mit der Situation umgehe, weil ich war auch in meinem Unterricht und 90 Minuten und da habe ich mit jemandem einen Präsentationskurs gegeben und der Mann hat gehustet und gesagt, können wir die Fenster also zubehalten, habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich meine Maske ab, um Wasser zu trinken. Und dann war ich danach 14 Tage in Quarantäne und nicht in einem guten Zustand. Habe ich in dieser Zeit nicht gezeichnet. Leider, leider. Normalerweise jeden Tag. Aber ich musste mich wirklich genesen. Ich hatte die Zeit gebraucht, um mich wieder zu mir zu kommen. So, wir folgen dir. Gut. So, es ist schön, dass ich hatte die Möglichkeit, mit solchen Räumen zu arbeiten. Und ich hoffe, irgendwann heute kann auch die Arbeit wirklich sehen und nicht nur so. Also. Ich habe so Sachen aus meinen Skizzenbüchern geholt, die waren auch sehr ausdrucksvoll und klein und dann habe ich die Möglichkeit, die aber zusammenzubringen im Dialog. Und die Themen sind, also eine, es geht um, dass mein Name Seri ist nicht so oft richtig ausgesprochen. Und da war eine in einem Kurs und hat gesagt, sie, also Z. Und ich habe gesagt, I am not Z, I'm Zeri. Also ich hatte das, und das war am 4.12. und ich war ein bisschen, bitte nenn mich so, wie ich bin. Und so war mein Zimmer geworden, also das ist nur voll von verschiedenen Farben und Farbklecksen und alles, die ich jetzt wieder aufräume. Am 3. Januar war mir ganz klar, also einige andere Leute, die hatten Partys und was anderes erlebt, aber ich hatte gedacht, wow, dieses Zimmer, es sieht wirklich aus wie ein interessantes Stillleben. Und bevor ich das abräume, also aufräume, dann würde ich einfach das Ganze anders erleben. Das war am 3. Januar hier. Und dieses Bild hier oben, es hat zu tun mit dieser ganzen Geschichte in Washington D.C. am 7.1., wo Trump hat sich, also der 45er Präsident, sich nicht die Leute gesehen mit seinen squishy politics, mit seiner komische Politiken. Also es ist, wie ich das so sehe. Und das hat auch zu tun mit, wie ich hatte das erlebt, wie der Kongress, also Senat, und hat meistens das so behandelt. Und dieses Bild oben hat zu tun mit Migration. Das ist in Indien entstanden, aber ich habe das auch in Berlin weiter benutzt, weil ich finde, es hat sehr viel, es war auch in einer Illustration bei einer Zeitschrift, das heißt Manushi, der wahrscheinlich nicht mehr gibt, aber es war in die 2000, 2005, glaube ich, es war seine Ende, aber es war so, wie ich wollte die Geschichten so erzählen, wie die Menschen miteinander zu tun haben und wie sie sich bewegen und was sie tun. Dieses Bild hat zu tun mit der Corona-Schutzhilfe, also die Künstler bekommen haben. Und
es wäre schön, wenn Künstler selbst haben dort gearbeitet und nicht nur Beamte, weil ich glaube, die Kriterien sind nicht immer klar, was da passiert. In einem Kurs, den ich habe, die haben sich gestritten über Gott. Und dann habe ich gesagt, let God speak, lass Gott sprechen, weil ich fand so, die haben wirklich dasselbe gesagt, aber niemand hat einander zugehört. Und wenn man da sitzt und zeichnet oder zwischen die Kurse zeichnet und dann auch weiterarbeitet, die Themen, die man hat schon mit Leuten besprochen, kommen auch durch. Und das hat zu tun mit Washington DC nochmal. Also ich hatte so eine ganze Serie von Bildern, so wie ich habe begleitet diesem, also Situation bis die Inauguration, bis Biden und Harris, Kamala Harris dürfen wieder ihre Arbeit machen. Und das war von den 11. Januar und so die verschiedenen Formen von die Chips, die auch Chips sind, die auch vielleicht auch Croissants sind und auch Ideen von Menschen. Also da sind sehr viele Sachen zu interpretieren. Also wir kommen zu den letzten zwei Panels, also wo die Rahmen benutzt sind. Und es heißt Timing as a Life Form, also wie, was passiert, da ist ein Dichter aus Irland, David White, und ich habe auch seinen Kurs besucht und ich fand, wie er hat so seine Gedichte vorgesprochen. Es war ein sehr schönes Englisch und das war meine Erlebnis mit dieser Sache. Da war in den USA die Geschichte von Too Close to Handle mit George Floyd und da war so einige Bilder in der Schanze und ich fand, das war Social Smudging, also da waren so unterschiedliche Gruppen, die Autonomen und mehr Konservativen und die hatten unterschiedliche Positionen. Da hat man sich trotzdem Masken tragen müssen und das war meine Begegnung zu ihrer Auseinandersetzung miteinander, dass sie waren zu nah, das wirklich so anders zu sehen. Dieses Bild hier oben hat auch mit dieser ganzen Präsidentgeschichte, the Household of Order. Und es hat weiterhin von diesen ganzen Sachen, was sollte passieren, was ist nicht passiert und wie aus diesem Chaos sind viele Sachen entstanden. Diese Zeichnung hat mit Pen and Ink, also mit Tische und Feder, es war entstanden und es war einfach ein Moment, wo ich hatte so diese Rhapsodie von wie ich mich da in meiner Situation jetzt begegne. Wieder, das ist The Artist Way, also das ist dieser Kurs, die ich habe gesagt, dass ich also bin die Co-Facilitatorin und die Sachen, die ich mit Leuten darüber spreche, öfters arbeite ich nach. Das war vor Corona, aber ich fand, dass die Ausdruck von ihr Gesicht spricht mich total an, weil es sagte Climate 2050, also Klimat 2050 mit Fragezeichen, are we here? Meine Frage, sind wir immer noch hier? Ich weiß es nicht, ob Mutter Erde kann uns weiter also ertragen. Ich würde es schwierig haben, wenn ich Mutter Erde sein würde. Das hat mit Chicago und Gewalt zu tun, weil Chicago ist leider ein sehr gewaltiger Staat. Und ich fand, das ist, weil manchmal die Leute hören einander nicht genug zu. Und das Bild links hat mit Pogrome zu tun. Das hat nicht nur mit Deutschland zu tun, es hat mit Pogrome für Menschen überall in der Welt zu tun. Und da habe ich die Leute als Beobachterin oder Beobachter gesehen. Sally, für
Vielen Dank für die ausführliche Ausstellungsführung. Wir würden uns wünschen, dass viele Leute zu uns kommen könnten und die Bilder sich live anschauen. Aber wir sind Optimisten und vielleicht bis Ende März sind auf jeden Fall die Bilder noch bei uns und vielleicht sogar länger. Schön. Und wir planen auch ein Finishage. Ende April haben wir darüber gesprochen. Das kann man in unserer Webseite immer gucken. Und wir hoffen, bis dahin es ist erlaubt, sich hier die Bilder ganz genau sich anzuschauen, weil mit Kamera sieht man diese ganz eindrucksvolle Bilder nicht so wie im Live. Aber trotzdem vielen Dank für deine ganze Erzählungen und wir hoffen, diese Finishers mit dir hier erleben zu dürfen. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine ganzen Bilder. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns ausgestellt hast. Dankeschön. Bis bald. Danke, bis bald.